Unsere nächste Figur ist ein einfacher Stegosaurus. Wir haben einen grünen Ballon. Am Ende haben wir etwas mehr als eine Hand freigelassen. Wir beginnen mit einem 2 Hand breiten Stück, drehen einen Bubble ab, gefolgt von einem 3-Finger-Bubble. Verdrehen das Ganze, machen einen Lock-Twist. Das sind die Beine unseres Sauriers, gefolgt von einem Bubble, der etwas größer ist als eine Hand breit. Jetzt kommen 6 2-Finger große Bubbles, ähnlich wie beim Pferd oder beim Seepferd. Verdrehen das Ganze, ziehen den Hals unseres Sauriers dadurch. Derselbe Vorgang eigentlich wie bei der Pferdemähne. Jetzt kommt noch ein 3-Finger-Bubble, das werden die Hinterbeine. Lock-Twist. Jetzt müssen wir noch den Kopf und den Schwanz in Form bringen. Der Schwanz, den Kopf, den greifen wir so und drücken ihn ein paar Mal. Malen ihm noch ein Gesicht. Beim Saurier kommen immer ein paar angedeutete Zähne ganz gut. Das wäre unser Stegosaurus.